Name ist Mario Weisbrich, Bürgermeister der Gemeinde Wimsheim. Und ich darf auch Stellvertreter der Enzkreisbürgermeister im Feuerwehrverband sein. Und ja, bin heute Abend gern bei der Feuerwehr. Und was unterscheidet die Feuerwehr von den Vereinen? Eine ganz andere Zielstellung, Aufgabestellung. Die Personen bringen sich ehrenamtlich ein, das ist gleich wie der Verein. Aber selten in einem Verein setzt man sein Leben und seine Gesundheit mit aufs Spiel. Und ich denke, das ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Und das ist bei der Feuerwehr auch aller Ehre wert, dass es hier immer wieder Menschen gibt, die da dazu bereit sind. Und für die Zukunft wünsche ich der Feuerwehr weiterhin viele, viele ehrenamtliche Mitglieder. Ich denke auch, dass man in den Bereichen Zusammenarbeit, interkommunale Zusammenarbeit sicherlich auch noch Chance haben, um hier Synergieeffekte zu schaffen. Wobei auch, denke ich, wichtig ist, die Feuerwehr als identitätsstiftendes Institution dann auch immer einen großen Zusammenhalt haben werden und deshalb auch immer auch vor Ort tätig sein werden. Mit Thorsten Schreiner, Feuerwehr Ingelsbrand und seit 1991 in der Feuerwehr. Hallo, mein Name ist Jana Bollinger. Ich bin seit 2006 in der Jugendfeuerwehr in Knittlingen, beziehungsweise da bin ich eingestiegen. Hallo, mein Name ist Christian Bauer. Ich bin seit 2017 bei der Feuerwehr. Mein Name ist Henry Bayer. Ich bin von der Feuerwehr Neulingen und war dort 15 Jahre Kommandant. Ich bin seit 1972 bei der Feuerwehr. Seit 1972 mit der Jugendfeuerwehr eingetreten. Ja, ich bin Michael Gutjahr und bin aus der Feuerwehr Uedisheim und seit über 40 Jahren dabei. Jürgen Link und bin Bezirksbürgermeister beim Regierungspräsidium in Karlsruhe. Den Menschen zu helfen in ihrer Notlage. Bei der Feuerwehr, einfach wenn man dorthin kommt, fühlt sich das an wie eine zweite Familie. Also ich fühle mich da sehr wohl, sehr familiär bei uns. Was mich bei der Feuerwehr begeistert, ist die Vielfältigkeit und ist auch der Zusammenhang. Gerade vor allem mit den Kameraden und dann auch das Gemeinsame, das Neue erleben und die Einsätze abzuarbeiten. Die Technik, die Kameradschaft, das Miteinander und wie gesagt die Feuerwehrkameraden. Ich glaube, es sind immer wieder die Herausforderungen, die die Feuerwehr mit sich bringt, die Kameradschaft, der Einsatz für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, also einfach für die anderen, für den Nächsten da zu sein in einer Notsituation. Das ist das, was mich antreibt auch und begeistert. Der Feuerwehr, das sind zwei Dinge, die Menschen, die sich aktiv einbringen und die Technik. Gute Kameradschaft. Dass einfach alles so bleibt, wie es ist. Es ist einfach super bei uns. Ich wünsche mir in der Zukunft, dass der Zusammenhalt, so wie er ist, bleibt bzw. noch ausgebaut wird. Dass die Feuerwehr weiter schlagkräftig und so einsetzbar bleibt, wie sie aktuell der Fall ist. Gut, dass sie einsatzklar bleibt, dass man noch mehr Frauen bei der Feuerwehr haben. Und vor allen Dingen halt auch die Kameradschaft, dass sie gepflegt wird, dass man mit den heutigen Voraussetzungen, Herausforderungen mitkommen. Das ist auch ganz wichtig, dass die Technik Schritt halten kann mit den heutigen Herausforderungen. Das wäre meine für die Zukunft. Ich glaube, wichtig ist, dass die Feuerwehr jetzt auch diesen Schritt in die Zukunft konsequent angeht. Digitalisierung spielt da eine große Rolle, spielt die Rolle auch, dass man die Wertschätzung den Feuerwehrleuten auch entgegenbringt in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, auch in der Politik. Und ich glaube, da ist noch einiges aufzuholen. Gerade wenn man daran denkt, jetzt kommt die nächste Generation, demografische Entwicklung. Ja, jetzt gehen viele in Ruhestand. Und ich glaube, da ist jetzt wichtig, dass sich Politik auch überlegt, wie kann man diese Wertschätzung dann auch den Feuerwehren, Feuerwehrangehörigen dann noch etwas stärker dann auch rüberbringen. Ich wünsche, dass wir in der Feuerwehr das mit dem Ehrenamt weiterhin hinbekommen, dass das Ehrenamt die nötige Unterstützung erfährt, dass wir so weitermachen können. Ausflüge. Oh, das gibt so viele, kann ich gar nicht ein spezielles aufzählen. Ja, ist eigentlich die Kameradschaft zusammen. Nach einem belastenden Einsatz oder nach einem Einsatz das Zusammenstehen und gegeneinander
helfen bzw. das zusammen verarbeiten, aber auch zusammen nach einer Übung rumblödeln und zusammen Spaß haben. Erlebnis, es gibt so viele Erlebnisse, das kann man nicht in wenige Worte fassen. Also wie gesagt, die Kameradschaft, der Erfolg, den man hat beim Einsatz, bei den Übungen und so weiter, das macht mich also wirklich stolz bei der Feuerwehr. Also es gibt, glaube ich, nicht ein schönes Erlebnis, es gibt viele schöne Erlebnisse. Immer wieder gibt es auch interessante Begegnungen, es gibt interessante Veranstaltungen, es gibt interessante Leute, die man trifft. Ja, natürlich auch, wenn man Menschen helfen kann beim Einsatz und der Einsatz ist dann erfolgreich gewesen. Das ist etwas, was schön ist. Aber wir haben auch schon Einsätze gehabt, wo wir, sag mal, Tiere retten durften, aus dem Stall raus, die Schweine aus dem Stall raustragen. Das schönste Erlebnis war, als wir bei uns im Dorf, wo ich ehrenamtlich aktiv bin, das neue Feuerwehrhaus bekommen haben. Hallo, mein Name ist Timo Leonhardt. Ich bin der THW-Koordinator für den Enzkreis und bin seit 20 Jahren ungefähr im THW. War früher auch mal in der Feuerwehr, auch 7 Jahre, 8 Jahre. Bin somit hier gut bekannt mit einigen. Am Ehrenamt generell begeistert mich eigentlich immer, dass viele Leute aus ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und ganz unterschiedlichen finanziellen Hintergründen zusammenkommen und tatsächlich was Gemeinsames erreiche und somit einen wirklich sehr guten Mehrwert für die Gesellschaft leiste. Ohne das Ehrenamt könnte es nicht so funktionieren, wie es gerade im Moment funktioniert, in der ganzen Bundesrepublik auf jeden Fall. Es lebt wirklich, auch der Ort lebt von Ehrenamt und auch gerade die Feuerwehr ist immer so ein elementarer Bestandteil in einem Ort. Ja, man kennt sich bei der Feuerwehr, man weiß, wer bei der Feuerwehr ist, man geht dahin, klar, um mal nur zu was trinken, aber wenn es drauf ankommt, sind alle da. Ja, und das ist in der Feuerwehr so, das ist im Technischen Hilfswerk so, natürlich ein bisschen anders strukturiert auf Bundesebene, mehr übergreifend, aber auf jeden Fall die Feuerwehr als elementarer Baustein tatsächlich in der Gemeinde. Ich denke, die Feuerwehr oder überhaupt alle Hilfsrettungsorganisationen werden sich die nächsten Jahre hin verändern müssen vielleicht auch. Ich meine, es kommen neue Techniken dazu, neue Medien dazu. Man muss schauen, wie kriegt man die Leute, gerade die Jugendlichen, tatsächlich näher wieder ans Ehrenamt ran. Früher war das einfach Bestandteil im Ort, da ist man zur Feuerwehr gegangen, Punkt. Ja. Und jetzt gibt es so viele verschiedene Sachen, da muss man wirklich schauen, wie kriegt man die Leute ran. Deshalb finde ich das super gut, dass es auch hier das Feuerwehr 4.0 gibt, um da wirklich was rauszuholen. Ja, Rosi Littko, ich bin die Amtsleiterin für Baurecht, Naturschutz und Bevölkerungsschutz beim Enzkreis. Ja. Die Frage, was unterscheidet Feuerwehr von Vereinen? Feuerwehr natürlich braucht man unbedingt. Ja. Vereine hat man oder hat man natürlich nicht. Ist auch immer schön, wenn man Ehrenamt hat, aber Feuerwehr ist überlebensnotwendig, denn Feuerwehr übernimmt eine Aufgabe des Staates zur Daseinsvorsorge. Das heißt, Feuerwehr ist unabdingbar. Letzten Endes, ich meine, Feuerwehr setzt ihr Leben aufs Spiel. Feuerwehr opfert sehr viel Freizeit, auch für die ganzen Übungen, für alles. Ja. Feuerwehr ist ein sehr hohes Gut und das müssen wir hochhalten und unterstützen, wo wir nur können. Ja. Feuerwehr in der Zukunft sehe ich ganz klar, dass der Trend oder viele, die Entwicklung wird dahin gehen, dass wir immer mehr Probleme haben werden, sage mal, die Feuerwehr so schlagkräftig zu halten, personell, wie wir sie jetzt haben. Ja. Wir müssen uns mehr anstrengen, Leute zu gewinnen. Wir müssen uns mehr anstrengen, ja, das auch attraktiv zu gestalten. Denn letzten Endes ist es so, Feuerwehr opfert viel Zeit, Freizeit, übt viel. Ja, und eigentlich für einen Notfall, für den man immer hofft, dass man nie braucht. Ja. Feuerwehr ist wie unsere eigene private Versicherung in den Kommunen.